So, wir sind bei Track Nummer 2 angekommen von Capitals Album CB7. Der Track nennt sich Keine Helden. Capitals Album ist heute rausgekommen, also jetzt gerade hier am 18.09. Und ja, ich rappte gerade auf das ganze Album für den, der es noch nicht mitbekommen hat. Keine Helden ist der nächste Track. Ich bin gespannt, wie das Album so, in welche Richtung es gehen wird, weil war gerade so viele Richtungen nicht verdient. Wir hatten gerade Makar of Complex. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Es sind so wirklich ganz verschiedene Richtungen. Ich finde es eigentlich gut, dass es so ein Mixmax ist. Und ja, wir gehen rein, Keine Helden von Capital, let's go! Viel zu viele kalte Tage, Gut und Böse lag auf einer Waage. Ich male Bilder, wenn ich etwas sage, denn jeder meiner Wörter ist eine andere Farbe, frei oder... Jeder meiner Wörter ist eine andere Farbe. Und das meine ich halt gerade mit dem Album, also seine Tracks, also alle haben eine andere Farbe, das ist wirklich krass. Das ist jetzt, glaube ich, einer der deeperen Tracks auf dem Album. Bin gespannt, wie es weitergeht. Gitter, Blei oder Silber, komm ich mal euch Bilder, echt ohne Filter. Wettbüro, Typico, Handicap, für die meisten meiner Freunde gab's kein Happy End. Oh nein, oh nein. Grüße gehen raus an alle meine Kollegen und an mich selber. Oh nein, diese Line. Oh nein! Und für den Staat bin ich ein Parasit. Kripos schlagen mich zu Hause, damit's Mama sieht. Tut mir leid, ey. Kripos schlagen mich zu Hause, damit's Mama sieht. Boah, wenn das stimmt, Alter. Krass. Dein Sohn ist ein Bandit. Doch egal, was auch passiert. Ich weiß, dass mich Mama liebt. Sehr schön, auf jeden Fall am Ende gesagt. Eine Mutter liebt ihren Sohn, egal. Egal was er macht, egal, wirklich egal was er macht, sie wird ihn immer lieben, Digga. Nein, in meiner Welt gab's keine Helden. Und echte Freunde gab es selten. Also wer Capitals Interview letzte Woche oder vor 2 Wochen gesehen hat mit dem Tilly Dean, Digga, der wird verstehen, warum er das gerade hier rappt. Der wird auf jeden Fall verstehen. Ja, Mann. Den geht's schlecht, wird sich keiner melden. Ich mein, außer Gott wird dir keiner helfen. Boah, also. Die Lines hier gerade, außer Gott wird dir keiner helfen, Mama wird mich trotzdem immer lieben, Digga, Freunde selten, echte Freunde gab es selten, keine Helden, also bisher der Track wirklich sehr, sehr, sehr stark, Mann. Ist es schlecht, wird sich keiner melden, ich mein, außer Gott wird dir keiner helfen, ich regel meine Scheiße selbst. Oh nein, Sido, ist es Sido? Oh nein, ey, warte mal kurz. Ganz kurz, ich muss mal ganz kurz Spotify aufmachen. Keine Helden. Oh, es ist tatsächlich mit Sido der Track. Okay, krass, Digga. Jetzt bin ich gespannt auf Sido, Alter. Weil Sido ist so, ja, den habe ich eigentlich gar nicht so gefeiert. Oder was heißt nicht gefeiert? Ich habe seine Musik gar nicht so oft gehört. Dann hat er sein Album 30.11. rausgebracht an meinem Geburtstag. Und dann habe ich mir das reingezogen. Dann fand ich das so geil, Alter. Und dann, seitdem höre ich Sido, glaube ich. Ich brauche keinen anderen. Nein, ich kenne keine Helden außer Mama. Sehr schön gesagt. Sammel all mein kleines Geld und kaufen Panzer und nehm die sogenannte heile Welt auseinander. Alles, was der Lehrer sagt, verstehe ich nicht. Lediglich, dass er auch nicht weiß, was der Sinn des Lebens ist. Also, Sido ist halt so dieser Pluspunkt bei ihm. Er kann diese richtig geilen, also diese Fachbegriffe, ne, die baut er so schön in Grab ein. So ein Kapital würde sowas mit Lebenssinn oder keine, also ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich. Das würde so ein Kapital zum Beispiel nicht machen. Das feiere ich bei Sido zum Beispiel sehr. Auch bei 2002 mit Apache, Digga, dieser Part von ihm, der war wirklich phänomenal, Alter. Sehr stark auf jeden Fall bis hierhin. Und Bruder, wenn du Hilfe suchst, musst du nicht fragen. Ich bin immer für dich da, solange mich meine Hufe tragen. Oh. Auch sehr schön gesagt, Digga, das ist gerade so emotional. Ich habe gerade wirklich, seit diese Mama-Line habe ich schon ein bisschen Gänsehaut die ganze Zeit, also durchgängig, wirklich, das war wirklich ein sehr schöner Track bis hierhin. Denn am Ende zählen die guten Taten und nicht wie gut wir in der Schule waren. Am Ende zählen die guten Taten und nicht so gut, nicht wie gut wir in der Schule waren. Merkt euch das, am Ende werdet ihr vor eure Taten einstehen. Okay, der Hotjar kommt wieder aus mir raus, wir machen weiter. Nein, in meiner Welt gab's keine Helden und echte Freunde gab es selten. Dann geht's dir. Ich find's gerade geil, dass Sido auch die Hook mitmacht, ne? Weil das hat Capital vorhin gemacht. Ich find's geil gerade, dass Sido es auch mitmacht. Vielleicht wird sich keiner melden. Ich mein, außer Gott wird dir keiner helfen. Nein, in meiner Welt gab's keine. Und jetzt nochmal Capital zum Schluss. Boah, sehr cooler Track auf jeden Fall. Bin gespannt, weil der Track geht noch ein bisschen unter einer Minute, ob da noch was kommen wird. Es wird dir keiner helfen. Nein, in meiner Welt gab's keine. Auch ein sehr kurzer Track, muss ich sagen, 2 Minuten 13, okay, da geht zwar 2 Minuten 42, aber der Rest wird halt der Beat durchlaufen gelassen. Und ja, wirklich ein sehr starker Track, also ich muss mal jetzt ganz kurz schauen. Makarov Complex habe ich mir reingezogen, nicht verdient. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt, 100.000 Cash,
Andere Welt, Frühstück in Paris, komm, Eda Özil. Oh, auf den bin ich gespannt, Digga. Eda ist die Tochter von Mesut Özil, Bruder. Ey, seid mal auf jeden Fall gespannt auf diesen... Ey, Digga, nee, den muss ich mir gleich reinziehen. So, das haben wir schon gehört, aber der Bratan bleibt der gleiche und einsam an der Spitze wird mit Video kommen. Also okay, bis hierhin würde ich sagen, keine Helden ist der beste Track. Ja, ich glaube, das kann man bis hierhin unterschreiben. Also als nicht verdient war auf keinen Fall besser. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt, ist für mich ein Sommerlied. Und okay, ne, 100.000 Cash ist halt ein... Warte, welcher? Digga, ist 100.000 Cash? Muss man ganz kurz schauen, Bruder. Ja, mit Samra halt, das kennen wir aber schon, diesen Track. War am Ende dann doch kein Free-Track, aber der ist schon zu alt, damit ich jetzt was sage. Aber 100.000 Cash, wenn ich jetzt neu auf diesen Track reagieren würde, 100.000 Cash, dann würde ich sagen, 100.000 Cash ist der beste vom Album. Aber da dieser Track schon, boah, Digga, der müsste auch schon ein halbes Jahr alt sein. Nee, eher nicht. Aber ansonsten, ja, keine Helden, der beste Track bis hierhin. Was ist eure Meinung? Schreibt mir sie gerne in die Kommentare, lasst ein Like auf dem Video da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt und aktiviert die Glocke. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Track von Capital, Papas Passat. Passt auf euch auf bis dahin, ich bin raus, peace.